wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen. Wunderbar, dass du da bist. Wunderbar, dass wir aufgestanden sind und bereit sind für den Tag. Und lass uns auch hören, was Gott uns sagen möchte. Danke, Papa, für diesen wunderbaren Morgen. Danke, dass wir dieses Privileg haben, hier aufzustehen und in deine Gegenwart zu kommen. Danke, dass deine Gegenwart immer offen ist, Herr, dass wir einfach so hereinkommen dürfen, wie wir sind, Herr. Danke, Papa, dass du uns empfängst, dass du uns liebst, dass du uns aber auch erfrischen und stärken möchtest, Herr. Und darum beten wir jetzt in Jesu Namen. Amen. Einer der schönsten Tage unseres Lebens ist ja, wenn wir die Schule abschließen. Wenn wir aus diesem Haus laufen und sagen, Schule nie wieder, bis auf Nimmerwiedersehen, bis man wahrscheinlich dann Kinder hat und dann wieder die Schule sieht. Genau, ich kann mich noch gut erinnern, als ich mein Abi geschrieben habe und einer der glücklichsten Menschen der Welt war. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, als du deine Schule oder Abi abgeschlossen hast oder Ausbildung, wie du dich da gefühlt hast. Nach meinem Studium habe ich mich nicht so grandios gefühlt, weil ich bei der Abschlussfeier war, dachte, juhu, ich habe bestanden. Kein Problem. 2 Wochen danach kam der Brief, sie haben doch nicht bestanden. Und dann kam einer der 3 herausforderndsten Tage meines Lebens, bis so dieses, gerne Gott, ich mache gerne noch ein Jahr. Bis das dann wirklich in meinem Herzen so wirklich da war, hat es ein bisschen gedauert. Genau, und David hat sich sicherlich auch gefragt, wann hört das endlich auf? David war zum König gesalbt, als Teenager. Und wir lesen in der Bibel, er war 30 Jahre alt, knackige 30 Jahre, als er dann tatsächlich König wurde. Und er sich sicherlich dachte, oh Gott, wann hat das endlich ein Ende? Wann hat das endlich ein Ende? Dieses Warten, dieses Kämpfen, dieses Sehnen, dieses Wegrennen, dieses Kämpfen, diese Herausforderung. Und heute wollen wir lernen von David, wie wir trotzdem Hoffnung haben können. Du darfst mit mir aufschlagen, deine Bibel im 2. Samuel, Buch, Kapitel 5. Wo wir so die super, super herausfordernde Stelle in Davids Leben finden, wo er König ist, aber diese Kämpfe immer noch nicht aufhören. Wir sehen in den Kapiteln davor, besonders am Ende vom 1. Buch Samuel, sehen wir, dass Saul und auch seine Söhne, zum Beispiel Jonathan, gestorben waren. Das war der Grund für die größte Herausforderung in Davids Leben. David reagiert aber nicht mit Spott oder mit Dank, dass Saul endlich gestorben ist, sondern mit tiefer Traurigkeit, weil er seine Augen anscheinend nicht nur auf sich gerichtet hat, wie seine Bequemlichkeit gerade eingegrenzt ist, sondern auf Gottes Herz, auf Gottes Reich. Und das ist ein großer Verlust, wenn ein gesalbter König stirbt. Wir sehen dann in den nächsten Kapiteln, sehen wir, wie David zwar König wird, aber nur über den kleineren Teil Juda und über den größeren Teil Israel ist immer noch ein Sohn Sauls König und das dauert 7 Jahre lang, wo David warten muss, bis er endlich dann König über beide Teile wird. Und wir sehen dann auch noch in Kapitel 5, dass er Jerusalem einnimmt. Und genau, da lesen wir mal los in Vers 17, als die Philister also hörten, dass man David zum König über Israel gesalbt hatte, da zogen sie alle herauf, um David herauszufordern. Als David dies erfuhr, zog er zur Bergfeste hinab. Die Philister aber waren gekommen und breiteten sich aus im Tal der Rephaiter. Und David befragte den Herrn und sprach, soll ich gegen die Philister hinaufziehen? Und willst du sie in meine Hand geben? Und der Herr sprach zu David, ziehe hinauf, denn ich werde die Philister gewiss in deine Hand geben. Vers 20, und David kam nach Baal Perazim und David schlug sie dort und sprach, der Herr hat meine Feinde vor mir zerrissen, wie das Wasser einen Damm zerreißt. Daher nannte man jenen Ort Baal Perazim. Ja, an sich eine schöne Geschichte mit einem schönen Ausgang, aber mit einer riesen, riesen Herausforderung. Und die Frage ist, warum kann David selbst nach so vielen Jahren warten, anscheinend nach so vielen Rückschlägen immer noch Hoffnung haben? Und den ersten Aspekt, den wir hier lernen, David hat Hoffnung, weil er sich seiner Berufung bewusst ist. Er weiß, ich bin gesalbt. Nicht gesalbt, um ein Zuschauer zu sein, sondern gesalbt, um König zu sein. Und König ist ein Kämpfer. Das heißt, David wusste, ich bin berufen zu kämpfen. Ich bin nicht berufen, mein Leben einfach nur zu genießen, mich zurückzulehnen, sondern ich bin berufen zu kämpfen. Und zu kämpfen hat David, seit er Teenie ist, gelernt, dass es normal ist. Die Kämpfe mit seinen Brüdern zu Hause, die Kämpfe dann mit den Bären, mit den Löwen, dann wurde es immer ein bisschen höher, mit Goliath, die Kämpfe später gegen die Philister, die Kämpfe oder die Flucht vor Saul, vor seinen Soldaten. Aber sicher auch die ganzen Kämpfe in der Wüste, wo er sich mit seinem eigenen Charakter
konfrontiert war mit Traurigkeit, mit Ärger, mit Zorn, mit Unvergebenheit, mit Hoffnungslosigkeit, mit so vielen Dingen, wo er Kämpfe nach Kämpfe nach Kämpfe kämpfen musste. Und ich mir so denke, wie wir hier sehen, er beschwert sich nicht, er weint nicht, er schreit nicht zu Gott. Es heißt, als er dies hörte, macht er was? Vers 17, zweiter Teil, als David dies erfuhr, zog er zur Bergfeste hinab. Der zweite Aspekt, was wir sehen, ist, er hatte Hoffnung, weil er das Gebet kannte. In Vers 17 zieht er sich zurück in die Bergfeste und Vers 19 heißt es dann, und er befragte den Herrn und sprach, soll ich gegen die Philister eigentlich hinaufziehen? Und willst du sie in meine Hand geben? Und der Herr sprach zu David, zieh hinauf, denn ich werde die Philister gewiss in deine Hand geben. Wir sehen das bei David immer wieder, dass er Gott dumme Fragen stellt. Was soll denn das für eine Frage? Er wird angegriffen und David fragt, ja, soll ich jetzt kämpfen oder nicht? Ja, was passiert denn, wenn er nicht kämpft? Er wird ja umgebracht. Also was ist das für eine komische, seltsame Frage, die David Gott immer wieder stellt? Wir sehen das noch ein bisschen krasser am Ende von 1. Samuel 30, wo er mit den Philisterkönigen auszieht, plant irgendwie mit ihnen zu kämpfen, dann wird er doch nach Hause geschickt, kommt nach Hause und hat die Stadt vor sich, die bis auf den letzten Stein niedergebrannt ist. Das heißt, keine Familie mehr, kein Besitz mehr, nichts. Und das ist nicht nur bei ihm so, sondern seine ganzen Soldaten. Und die Bibel sagt, sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Also ihr Herz war zerrissen und wirklich absolut emotional zerstört. Und in diesem Moment fragt er diese komische Frage wieder, Gott, soll ich ihn jetzt hinterherziehen oder nicht? Wo meine Seele in sich denkt, was ist das für eine komische, dumme Frage? Ich hätte sofort die Antwort. Ich denke mir, natürlich, Gott segne mich und hups, los geht's. David war anders. David hat seiner Seele, seinen Launen, Emotionen nicht getraut, sondern hat gefragt, was Gottes Plan ist. Oft gehen wir in Kämpfe so voreingenommen von eigenen Wünschen und Bedürfnissen, dass wir denken, ja, was Gottes Wille ist, ist doch völlig klar. Ja, dass die ganzen Probleme aus meinem Leben rausgehen. Ist doch klar. Gott will doch, dass ich Frieden habe und glücklich bin. Und oft kämpfen wir Kämpfe, die Gott so nicht geplant hat oder mit dem Ausgang nicht geplant hat, weil wir nicht fragen. Und das finde ich hier so erstaunlich und so enorm bei David, dass er sich zurückzieht. Hier steht nicht, wie lange. Es heißt hier, in zweiter Teil von Vers 17, als er dies erfuhr, zog er zur Bergfeste hinab, um erstmal Schutz zu suchen, Ruhe zu suchen. Wir wissen nicht, wie lange das gedauert hat. Manchmal stellen wir uns so vor, wenn hier steht, und David fragte Gott und Gott sagte. Dann denken wir so, okay, er ging 5 Minuten ins Gebet und dann hat Gott, musste er vielleicht 20 Sekunden warten und dann hat Gott gesagt, okay, so und so plane ich das. Aber wir wissen nicht, wie lange das gedauert hat. Oft im Warten sind wir so ungeduldig, weil wir irgendwie denken, Gott würde überhaupt nicht mit mir reden, wenn 1 Minute lang nichts kommt. Und wie kostbar ist das da bei David, diese Einstellung zu haben, ich tue nichts, ohne dass ich Gottes Wort habe. Dieses Misstrauen den eigenen Gefühlen, den eigenen Erfahrungen, den eigenen Rückmeldungen der Seele, was die Seele jetzt will und braucht, worauf sie Recht hat. So diese gewisse Grundzurückhaltung, dass ich nicht, wenn ich anfange zu beten, sofort, was Gottes Wille ist, bestimmt und gar nicht frage. Das finde ich erstaunlich bei David und ist ein Rezept, warum er so siegreich ist, warum er so eng mit Gott gegangen ist, weil er Gott gefragt hat. Weil er gewartet hat, wie Gott ihn führt. Wie schön ist es, wenn ich vor Gott diese Schwäche mir eingestehe, dass ich nicht immer weiß, was das Beste für mich ist. Dass ich nicht immer weiß, was das Beste für meine Angehörigen ist. Dass ich achtsam bin mit schnellen Gebeten, wo alles so glasklar ist und ich vielleicht gar nicht gefragt habe, was der Wille Gottes wirklich ist. Wir sehen nämlich dann, dass kurz nachdem Gott Sieg geschenkt hat, in Vers 23, die Feinde schon wieder vor der Tür stehen. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben. Und David befragte den Herrn. Und da sprach er, diesmal ziehe nicht hinauf, sondern umgehe sie und falle ihnen in den Rücken, dass du von den Balsambäumen her an sie herankommst. Und wenn du in den Wipfeln der Balsambäume das Geräusch eines Hereinschreitens hören wirst, dann beeile dich, mein Freund. Denn dann ist der Herr vor dir hergezogen, um das Heer der Philister zu schlagen. Ich finde das so ein wunderschönes Bild.
Ich stelle mir so vor, David betet und er versucht zu hören, wann die Armee Gottes sich in Bewegung setzt. Ja, Gott verwendet hier so das Bild, quasi wie wenn ich draußen bin und oben an den Baumwipfeln höre, dass der Wind die Baumwipfel berührt und die Blätter rascheln. Quasi oben im Himmel, da bewegt sich die Armee Gottes. Das heißt, David hat gelernt, nicht ohne die Armee Gottes zu gehen, weil er wusste, der eigentliche Kampf ist nicht dem Soldaten, den ich in die Augen schaue, sondern ist geistlich. Und so lehrt uns Paulus genauso, dass die Waffenrüstung nicht irdisch ist, nicht menschlich ist, sondern geistlich. Dass da dieser Brustpanzer der Gerechtigkeit sitzen muss. Dass da das Schwert des Geistes in meiner Hand bereit sein muss. Dass der Helm des Heils und das Schild des Glaubens bereit sein muss. Dass die Schuhe gestiefelt sein müssen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Dass ich bereit sein muss. Und diese Zeit des Wartens ist dafür da, nicht dass Gott bereit wird. Dass Gott seine Soldaten und seine Engel noch ein bisschen sortieren müsste, weil die immer durcheinander springen und nicht so ganz zuhören. Nee, was nicht zuhört, ist oft mein Herz. Dass meine Armee in meinem Herzen manchmal sehr chaotisch ist. Und da Stimmen in meinem Herzen laut werden an Anklage, an Unzufriedenheit, an eigenen Bedürfnissen, die so laut schreien. Und wo es manchmal Zeit braucht, dass mein Herz ruhig wird und in diese Demut kommt, dass ich Gottes Wille mehr tun möchte als meinen eigenen. Jemand hat gesagt, Demut ist nicht, dass ich weniger von mir denke, als wenn ich keinen Wert hätte, aber weniger an mich denke, weil ich weiß, dass es um Gott geht. Dass es darum geht, wie die Armee Gottes sich bewegt und nicht meine eigenen Bedürfnisse mich drängen. Ein dritter Grund, den ich gefunden habe, warum David so unheimlich voller Hoffnung war, weil er vorbereitet war. Weil er begriffen hat, meine Vergangenheit ist kein Fluch, meine Vergangenheit ist ein Segen. Die ganzen Kämpfe mit den Brüdern, die Kämpfe mit Goliath, die Kämpfe mit den Philistern, die Kämpfe mit Saul, die Kämpfe in der Wüste, die Kämpfe mit meinen eigenen Schwächen, die Kämpfe mit meinen eigenen Momenten von Versagen. Das ist ein Segen. Und oft denken wir, nein, das ist gar kein Segen, das ist ein Fluch. Das ist so unangenehm. Ich war letzte Woche sehr ungeduldig mit meinen Kindern in einem Moment. Und ich habe gemerkt, wie lange braucht es, dass mein Herz wieder in Frieden kommt und mir sich eingesteht, dass ich immer noch sündigen kann. Manchmal denken wir, aber ich bin doch schon 50 Jahre Christ. Ich bin doch schon 10 Jahre wiedergeboren. Warum habe ich das immer noch nicht gelernt? Wie kostbar ist es, wenn ich nicht wegrenne vor Gott, sondern vor ihm warte und dass der Heilige Geist mein Herz wieder in Wahrheit bringen kann. Dass ich nicht meine Vergangenheit sehe als das, was ich jetzt lerne, damit ich es noch besser mache und wieder in eigener Kraft gehe, sondern die Vergangenheit sehe und begreife, ich bin geboren, ich bin berufen, ein Kämpfer zu sein. Und wenn in meiner Vergangenheit viele Kämpfe waren, dann ist das völlig in Ordnung, weil es mich gut vorbereitet für meine Zukunft, wo sehr viel Kampf sein wird. Und es ist auch gut so, es ist in Ordnung so. Und wie schön ist es, wenn ich gelernt habe, vom Heiligen Geist zweierlei zu empfangen. Trost, aber auch Tapferkeit. Manchmal machen wir mit unseren Kindern, das sehe ich manchmal bei mir selbst oder anderen, dass wir sehr viel trösten. Das Kind, wenn es eine Schwierigkeit hat, umarmen und sagen, Mensch, nimm's dir nicht zu Herzen, komm, wir schaffen das, ich bin bei dir, ich liebe dich, Gott ist auch da und Jesus liebt dich auch und wir können ja beten. Wunderbar. Aber dann nehmen wir die Schwierigkeit weg. Und wir sparen dem Kind Kämpfe, an denen es lernen könnte. Mein Sohn hatte zum Beispiel am Anfang sehr Herausforderungen, in den Kindergarten zu gehen. Und wie schwierig war das für ihn und besonders für uns, ein weinendes, schreiendes Kind in den Kindergarten zu stecken und wegzugehen. Und in dem Moment habe ich das nicht so klar gesehen, aber jetzt denke ich mir, wie wichtig ist das? Wie wichtig ist das, dass der Heilige Geist uns auch tröstet, uns bestätigt, aber uns die Kämpfe nicht wegnimmt? Weil wir dadurch stark werden. Manchmal fühlen sich meine Schüler, habe ich so das Gefühl, mit 11 Jahren, bereit fürs Leben, Welt, ich komme, in der 5. Klasse und ja, wissen nicht, dass da noch viele, viele Kämpfe sind, die sie stark machen sollen. Und oft wollen wir auch vielen Kämpfen weglaufen, weil wir denken, das stört meine Bequemlichkeit. David, wie wir hier sehen, betet nicht einfach nur um Erleichterung. Sondern da ist ein David, der mutig und tapfer aus seinem Gebet rauskommt, weil er weiß, er ist ein Kämpfer, weil er weiß, Gott ist mit mir. Ich habe eine Vergangenheit, die mich gelehrt hat, ich kann mit Gott siegen. Und wie schön ist das, nicht nur Trost zu
Suchen bei Gott, sondern Tapferkeit. Das heißt, ich bete, Gott, mach mich fähig. Danke, dass du mich befähigt hast. Schenk mir die Kraft, schenk mir den Mut, schenk mir die Treue, drin zu bleiben. Und nicht einfach nur, Gott, nimm alles weg. Weil, schlechte Nachricht, Gott wird das nicht tun. Gott, das hast du bei David nicht getan. Gott hat das bei uns nicht oft getan. Und wie schön ist es, wenn wir nicht weglaufen, sondern wenn wir in diesem Platz des Gebets bleiben, wo Gott mein Herz vorbereiten kann. Wo ich dann aus meinem Kämmerchen komme und dieses Gesicht habe, was Starkes, um den Feinden zu begegnen. Und dann auch diese Zuversicht hat, wie wir es in Vers 20 lesen. Und David kam nach Baal-Perazim. Er lief nicht weg, sagte nicht, Gott, kämpfe du für mich, sondern nein, er ging und David schlug sie dort und sprach, der Herr hat meine Feinde vor mir zerrissen. Der Herr hat den Sieg geschenkt, aber David musste kämpfen. Und dass ich im Gebet mein Herz wirklich richtig bekomme, dass mein Herz getröstet ist, voller Wert, voller Zuversicht, voller Hoffnung, voller Liebe und gleichzeitig auch voller Mut. Dass mein Herz nicht schwach ist durch einseitigen Trost, sondern durch Trost gestärkt wird und weiß, es ist mein Kampf. Der Herr ist da, der Herr hilft, die Engel Gottes sind immer bereit und ich will hören, lernen zu hören, wenn die Engel Gottes sich bewegen und ich will dann mutig sein, dass ich, im Bild gesprochen, die Waffe in die Hand nehme, meinen Feinden entgegengehe, aus den Situationen nicht wegränge, in die Gott mich gestellt hat, sondern begreife, ich bin geboren als ein Kämpfer und besonders wiedergeboren als ein Kämpfer Gottes. Vater, ich danke dir, Herr, für dein Wort. Ich danke dir, Papa, Herr, dass du uns so viel wirklich praktische Hilfe gibst, wo du uns ganz klar sagst, dass Kämpfe zu unserem Leben so sehr dazugehören. Und dass sie sogar gar nicht schlecht sind, sondern uns lehren, in Einheit mit dir zu gehen. Wirklich, dass unser Herz vorbereitet und gereinigt wird, Herr. Dass es wirklich diese Zuversicht, diese Hoffnung im Herzen hat. Und dass keine Herausforderung, kein Wort eines Menschen die Hoffnung, die du da hineingesetzt hast, aus meinem Herzen wieder rausstehlen darf. Danke, Papa, Herr, dass wir diese Momente haben dürfen, wo wir vor dir sind, wo wir warten, wo du deinen Trost in unser Herz legst, aber auch diese Worte der Ermutigung, wo unser Herz tapfer wird, wo es tatsächlich zu dem Kämpfer und zu der Kämpferin wird, zu dem du uns geboren hast. Danke für deinen kostbaren Heiligen Geist, der uns lehrt, der uns tröstet, aber auch lehrt zu kämpfen. Wir loben und preisen dich, Vater. Amen.